Problem. Gar kein Problem, wenn man instabile Todesfallen bauen will. Ich habe diese Entwürfe persönlich genehmigt und das schon vor längerem, wie ich sagen muss. Hattest du heute nur Lust, mir auf die Nerven zu gehen? Ja. Wer ist der Kleine? Bildest du Taschendiebe aus? Weißt du was, Dürlin? Du stinkst nach billigem Met. Und das ist noch deine liebenswerteste Eigenschaft. Alle mal hergehört. Hier spreche ich, eure gesamte Wirtschaft. Ihr sollt wissen, dass ich Vertrauen in euch habe. Dass ihr mir diese Maschinen wie versprochen liefern könnt. Pünktlich, kostengünstig und natürlich sicher. Die Zwerge haben mich nie im Stich gelassen. Und sie werden jetzt nicht damit anfangen. In Ordnung? Gut. Gut, ich gönne dir erstmal eine Pause. Wenn du an die Arbeit gehen und Antworten finden willst, komm in mein Arbeitszimmer, den Flur runter. Oh, und nimm dir ruhig neue Kleidung. Nach all den schrecklichen Dingen, die ich über Odin gehört hatte, hätte ich nie erwartet, dass er sich mir gegenüber so respektvoll verhalten würde. In der Hütte, als er mich nach Asgard einlud, und seit unserer Ankunft hier scheint er wirklich interessiert daran zu sein, wer ich bin und was ich denke. Ich weiß, dass ich ihm nicht allzu sehr vertrauen kann, aber es ist schön, dass mir jemand zuhört. Ich fühle mich in seiner Nähe sicherer, als ich dachte. Mal sehen, welche Antworten er für mich hat. Boah, fall doch nicht auf Odin rein. Was ist denn mit dir, Atreus? Asenuniform. Eine Rüstung, von den Schmieden Asgards gefertigt wurde und Loki perfekt passt. Oh, toll. Ich könnte es mal anprobieren. Ja, oder du... weniger dreckig. Lässt es einfach sein. Entschlossenheit des Hüters. Bogenfähigkeiten und Runenbeschwörung haben eine verringerte Abklingzeit. Normale Pfeile werden in einer Salve gefeuert. Schön. Runenaufladung. Das Töten eines Gegners mit einem Runenpfeil stellt sofort ein Pfeil an seiner Stelle wieder her. Wow. Wirklich nützlich. Das war's. Gut ausgestattet. Wo fange ich an? Bogenfähigkeit und Ruhmbeschwörung. Ich habe den Clownbogen. Erhöhte Betäubung. Finde ich eigentlich besser. Ich will den eigentlich gar nicht herstellen. Bin ich voll dagegen. Von Runenbeschwörung verringerte Abklingzeit. Brauche ich nicht. Ich benutze keine Runenbeschwörung bei Atreus. Also völlig egal. Rücksichtslose Stärkung. Jeder zugefügte Schaden wird erhöht, wenn die Runenpfeile vollständig verbraucht sind. Verbesserungen erhöhen den verursachten Effekt. Ne. Das ist Max, das können wir machen. Der erste Runenpfeil aus einem vollen Köcher fügt wesentlich mehr Schaden hinzu. Nahkampfangriff auf Gegner fügen wesentlich mehr Betäubung. Ja, das ist gut. Und damit war es das auch schon. Ich ziehe die Asenrüstung nicht an, bin ich bescheuert. Mach ich nicht. 999. Können wir uns die angucken? Warte mal. Gut ausgestattet. Wo fange ich an? Achso, warte, muss ich hier machen. Entschuldigung. Bin doof. Rüstung. Asenuniform. Das ist die Asenuniform. Jötner Streiterkluft. Schneewehen Waffenrock. Ich
Ich glaube, er fällt auf Odin rein. Oh, und er wird schuld sein, dass Kratos stirbt. Oh, ich weiß es genau. Wow! Loki, stimmt's? Ich muss sagen, die Ironie daran ist mir nicht entgangen. Das war sein Zimmer, weißt du? Seins? Von meinem Bruder. Dein Bruder? Modi. Ah, dein Bruder. Wirklich? Ich hatte keine Ahnung. Aha. Jetzt gehört's dir. Viel Spaß. Through Toast, Dottir. Entspann dich. Du musst in recht kleine Fußstapfen treten. Wir sind ohne ihn besser dran, Loki. Glaub mir. Kommst du mit? Ja, so ihr Nachname ist Thors Tochter. Du brauchst noch dein Schwert. Gott, bist du ein Schwächling. Das richtet jemand her. Ich glaube, sie sagte Thor's Daughter. Also auf Englisch Thors Tochter. Weil Thor ist ja zum Beispiel Thor Odinson. Nur ihren Vornamen habe ich nicht ganz verstanden. Was für ein Schwert ist das? Es ist neu. Einzigartig. Mein Vater gab es mir für die Walkürenausbildung. Die Walkürenausbildung? Willst du darüber reden? Ich wollte gerade zur großen Halle. Aber wenn du zu tun hast, ist Großvaters Arbeitszimmer die Treppe runter. Och. Bin bereit, den Altvater im Arbeitszimmer aufzusuchen. Ja, easy, ich komm mit. Ich hab Zeit. Ja, komm. Na, geht doch. Braves Mädchen. Wie wird man eine Walküre? Zuerst trainiere ich, bis ich richtig gut bin. Dann warte ich, bis Großvater es bemerkt. Und dann müssen er und Vater Mutter überzeugen. Weißt du, mein Vater und ich, wir trafen auf einen ganzen Haufen Walküren. Moment, was? Wo? Du musst mir alles erzählen. Versprochen. Mutter, kennst du schon Loki? Ach, jetzt hat er dich damit reingezogen. Wo reingezogen? Ich bin nur freundlich. Ist das nicht Diplomatie? Du weißt schon, wer das ist, oder? Was sein Vater getan hat? Warum will er ihn nur hier haben? Mutter, komm schon. Du bringst mich in Verlegenheit. Wir reden später darüber. Nein, nein, nein. Ich muss irgendwas falsch gemacht haben. Es tut mir leid. Mütter, Willst du dich noch ein wenig umsehen oder musst du wirklich an die Arbeit gehen? Ja, weiter. Ich dachte, du willst zur großen Halle. Was willst du jetzt von mir? Schwing deinen Arsch. Krieg ich überhaupt raus? Lauf nicht weg. Ich will keinen Ärger, wenn du verschwindest. Ich dachte, ich bin kein Gefangener. Ja, was soll ich mich jetzt hier umsehen? Die Asen sind Götter. Haltet mich aus eurem erbärmlichen Imponiergehabe doch bitte raus. Hä? Komm schon. Hast du heute nicht schon genug Heimdall gehabt? Gehen wir. Wohin? Wohin? Hör mal, was auch immer Großvater von dir verlangt, denk dran. Das ist deine Chance, dich zu beweisen. Davon träumen manche von uns. Oh, ja, ich werde mich anstrengen. Oder kann ich da hinten raus? Ja, genau. Das ist der Junge. Aber Mutter und Vater, der war schnell. Schon mal einen Donnergott schnarchen gehört? Denn das wirst du. Der war echt schnell. Also wir haben nicht einen Stich gegen den gelandet. Aber kommt bestimmt noch. Bis später. Okay, tschüss. Thrüd. Thrüd heißt sie. Thrüd Thors Tochter. Ja. Ja, siehst du, wie ich nicke und sage, ja, ich verstehe. Ich. Mhm. Ja. Ja, ist gut.
Mhm. Ja. Siehst du, du lässt mich einfach nicht zu Wort kommen. Nein, Hugin, ich muss mir nicht die Ohren waschen. Du musst aufhören zu krächzen und die Antwort akzeptieren, von der du weißt, dass sie kommt. Ich habe es mir nur angesehen. Das alte Ding, das habe ich seit... Ach, du weißt das schon. Hast du einen Namen? Ingrid. Wirklich? Ja, warum nicht? Nimm es, wenn es dir so gefällt. Im Ernst? Sieh es als kleinen Bonus an. Danke. Ich meine, im Ernst. Und die sagen, ich bin der Böse. Na los, gehen wir. Gern geschehen. Die kann nicht nur mit Tieren reden, sondern auch mit Schwertern. Mit Odi mitgehen? Warte, warte. Ingrid. Geh doch dahin, wo ich raufdrücke, Mann. Was ist denn mit dir? Was ist denn jetzt Ingrid? Das hier, Thrüd. Ich hatte von Magnis und Monis Schwester gehört, aber nicht mehr an sie gedacht, bis sie mir mit ihrem Schwert vor dem Gesicht herumfuchtelte. Zum Glück ist sie ganz anders als die beiden. Wie sie über Moni spricht und erklärt, dass sie ohne ihn besser dran ist, lässt mich erahnen, wie es gewesen sein muss, mit solch einem schaurigen Tyrannen aufgewachsen zu sein. Es ist immer noch komisch, in seinem Zimmer zu schlafen, aber Thrüd scheint nett zu sein und ich hoffe, dass ich sie besser kennenlernen werde. Ich denke, selbst unter den Asengöttern gibt es nette Exemplare. Abwarten. Aber gibt es mit Sicherheit. Und Ingrid, ich habe ein magisches Schwert in Odins Arbeitszimmer gefunden. Er sagt, es heißt Ingrid und ich darf sie tragen, solange ich hier bin. Sie scheint wirklich glücklich darüber zu sein, rauszukommen und etwas zu erleben. Können Schwerter sich langweilen? Ich frage mich, woher sie stammt. Und wir haben jetzt ein Schwert. Cool. Aber wir hatten auch noch Wissen Gjallarhorn, ne? Schriftrollen. Hier, zum Gjallarhorn. Gjallarhorn bildet die einzige bekannte Ausnahme des Prinzips der bilateralen Harmonisierung bei der Weltenreise. Statt eines Portals, das zwei Welten miteinander verbindet, ist es in der Lage, mehrere Passagen gleichzeitig zwischen einer beliebigen Anzahl von Welten zu unterhalten, vorausgesetzt, dass die benötigte Infrastruktur vorhanden ist und das Horn vom Atem eines ausreichend mächtigen Gottes angetrieben wird. Ja, die Sith. Sif ist Thors Frau und die Mutter von Magni, Moli und Thrüd. Und deswegen ist sie so ein bisschen abgefuckt, als sie uns gesehen hat, weil okay. Wir haben ja ihre Söhne getötet. Ne? Thor, der hat sich ein bisschen mit Kratos geprügelt und dann war gut. Glaubst du, Krieg sei mein Antrieb oder Macht, Reichtum? Nein, nichts davon. Weißt du, was mich antreibt? Was ich... Schnauze, Odin. Wie die Kinder gezeugt haben. Soll ich dir das jetzt nochmal erklären mit dem Blümchen und den Bienchen? Der ist riesig. Ja, sie war jetzt auch nicht gerade klein. Wahrscheinlich liegt er unten, wenn die es machen. Oder hier, ich will antworten. Doggy. Genau wie du. Hühnchen. Hühnchenstellung. Um es auf gut Deutsch zu sagen. Wenn sie vor den großen Fragen des Lebens stehen, wenden sie sich an uns, um ihnen Sinn zu geben. Göttlichen Trost. Wir beide wissen, das ist reine Täuschung. Aber wenn wir Fragen haben, warum sind wir hier? Um den Sterblichen Sinn zu geben, während wir selbst ohne leben? Nein, wir sind mehr als das. Und ich habe den Beweis dafür entdeckt. Ich habe leider nur halb zugehört, weil ich gerade daran denken müsste, wie die beiden es miteinander machen. Was ist das? Was mich antreibt. Du spürst es, oder? Aus wie ein Riss. Ich fühle Wissen. Wahrheit. Jede Wahrheit. Alle Antworten. Wir könnten erfahren, warum wir hier sind, lernen, unser Schicksal zu ändern. Und Ragnarök aufhalten, vielleicht die retten, die wir lieben. Wie? Ich war ein junger Gott, als ich es fand.
Ich habe es viele Lebensalter studiert, folgte jeder Spur, selbst den Aussichtslosen. Und fand schließlich nach langer Suche dies hier. Siehst du es? Dieselbe mystische Energie. Da ist ein Spalt. Können wir da hineinsehen? Davon würde ich abraten. Wofür ist die kaputte Maske? Erkennst du eine der Schriften darauf? Die sind nicht aus den neuen Welten. Schwelend. Obsidianie, Spita. Aus schwelender Erde und Obsidianfunken. Und einem Feld an nie geschlagenen Schlachten. Bist du sicher? Wenn das ein Hinweis ist, verstehe ich ihn. Und er wäre? Arbeite weiter mit mir. Und find's raus. Du musst niemanden umbringen. Du musst nicht deinen Vater verraten. Oder dich selbst. Komm schon, ich weiß, was du gefühlt hast. Die Antworten sind da drin. Warten auf uns. Du hast dies hier übersetzt, als wäre es ein Kinderspiel. Wenn ich dir helfe, was dann? Thor, komm mal her! Allvater. Lass das sein! Finde raus, wo das herkommt. Nimm es. An diesem schleichenden Fleischberg. Und schau, wo es dich hinführt. Ich kann nichts versprechen. Unsinn. Viel Erfolg. Und du? Sei nachsichtig mit ihm, verstanden? Muspelheim. Muspelheim? Der Rest der Maske ist hier? Er hat der Allvater uns hingebracht. Was meinst du? Also nimm das und mach deine Arbeit. Ein brennendes Eichhörnchen. Also, wohin gehen wir? Verdammt, woher soll ich das wissen? Der Allvater glaubt, du weißt, was du tust. Also tu es. Die Maske als Wegweiser. Die Maske ist auf Atreus' Ziel abgestimmt und strahlt Licht aus, wenn er dem richtigen Weg folgt. Hier lang. Ich rauf? Nein. Seltsam. Tja, wir müssen wohl durch den Felsen. Was hätte ich gemacht? Mit diesen Armen? Okay, es ist... Es hat was vom Storytelling her von Last of Us Part 2, ne? Weil man so beide Seiten so ein bisschen kennenlernt, so ein bisschen besser als vorher. Vorher war ja nur Baldur ist der Böse, der will uns ans Leder, also müssen wir ihn kalt machen. Und jetzt haben wir so beide... Mal sehen, was Loki und der glänzende Clanstopper ausrichten können. Volker! Bisschen langsam. Wow, Ingrid, nicht schlecht. Was ist mit dem Dicken? Hat er auch noch irgendwas vor heute? Zu ein. Und wohin sollen wir jetzt gehen? Ich sehe nach. Danke für gar nichts, Thor. Da hoch.
Da oben. Wir könnten da einen Vorsprung erreichen. Wenn wir... Zu langsam. Hey! Du kannst nicht Leute so schnappen. Na, was soll ich denn sonst tun? Dich werfen? Der Tag ist noch jung. Okay, Tor geht los jetzt. Herrgott, mir. Du, hinter dir steht noch einer. Du hast deinen Hammer vergessen. Okay, doch nicht. Einer, da oben sind Dinger, die uns mit Feuer beschießen. Und uns endlich deinen Bogen. Oh ja. Ja, geh richtig ab hier. Ich war nicht gehofft, dass wir das Schwert selber führen können. Weißt du, ich habe von deinem Vater das Blutgeld bekommen für das, was mit meinen Söhnen geschehen ist. Aber nicht von dir. Was meinst du? Später. Lass mir den Allvater nicht warten. Da du ihn erwähnst. Die Maske. Ja. Ja, warte kurz. Lass mir doch erstmal die Kiste mitnehmen. So, maximal noch eine Stunde. Ich drohe es schon mal an, weil ich muss heute noch Laterne laufen gehen. Kann ich da irgendwas machen? Nö. Tor, wie wär's mal, wenn du da deinen komischen Hammer aufhörst? Irgendwo da. Kann er das aufmachen? Nee, okay, also wir müssen da wahrscheinlich durch. Ich sehe mich schnell um. Ach so, nur gucken, nicht anfassen. Das war Leben. Das ist nicht der richtige Weg. Ach. Ist mir gar nicht aufgefallen. Aber hier sind Dinge. Ja. Oh, wow. Ist das eine Art Amboss? Hab ich gerade einen Raben gehört? Gibt's hier Raben? Natürlich gibt's hier Raben. Ich hab gerade 100 pro einen Raben gehört. Wenn hier nichts ist, gehen wir weiter. Ja, ist ja gut. Da hinten müssen wir lang. Keine Sorge. Ist ja offensichtlich hier. Wir müssen durch diese Felsen. Hey, kannst du... Hilf mir mal bitte. Ja, genau. Stell dir mal vor, weißt du, was Linkshänder anstellt. Du willst über Blutgeld reden? Was ist mit den Riesen, die du getötet hast? Sie waren meine Familie. Tamul, Rungir, sie waren auch deine Leute. Die Riesen waren eine Schande für die neuen Welten. Und ich habe jedes einzelne ihrer Opfer genossen. Na gut, wechseln wir das Thema. Also, das letzte Mal haben Vater und ich ja alle von Zutrittsprüfungen gemeistert. Könntest du... Lässt mich nicht rein. Volk. Sollten wir im Moment lassen. Ach so, okay. Dann lasse ich das. Wenn du das sagst. Also, wenn wir sicherlich nochmal wiederkommen. Mit Papa. Ah, das kenne ich. Ah, das kenne ich auch. Boah, er haut da einfach so dran. Kannst du mal anfangen? Brauchst nicht warten. Hallo? Ah, hallo? Heilt der eigentlich nicht? Oder warum, was soll die Blutwunde da? Hör zu. Moli hatte ein paar Probleme, aber er war mein Sohn. Und der einzige Grund, dass du noch atmest, ist dieses zerbrochene Stück Holz. Hey, keiner von uns kann diese Mission alleine bestreiten. Und ich möchte den Allvater genauso beeindrucken wie du. Du brauchst mich nicht zu mögen, aber wir müssen einander vertrauen. Bloß ein wenig. Vertrauen,
Alter, hast du gerade gesehen, wie der einfach von Thor abgeprallt ist? Hector. Insgesamt nicht schlecht, aber nicht aggressiv genug, finde ich. Du kannst gerne noch was drauflegen. Ich vertraue voll und ganz auf dich. Du bleibst hier. Was? Also, in welche Richtung zeigt die Maske? Das kann nicht stimmen. Gott, triff doch mal. Hey, Kleiner, wo führt die Maske uns hin? Da war ein Rabe. Wo war? Ich höre den doch. Irgendwo da ist der Rabe. Irgendwie glaube ich nicht, dass die Maske uns hier hinführen wollte. Ja, wir müssen da durch. Was meinst du denn? Ist ja nicht so dusselig. Maske zieht, hier entlang. Wir müssen irgendwie nach unten. In Ordnung. Ich wollte dich übrigens nicht reinlegen. Die Prüfungen machen Spaß. Hast du nie Spaß? Du bist so anders als deine Tochter. Sie schien... Sieh dir das an. Thor, was zum... Moment, Suturs Schrein. Du bist da drüben nicht gestorben, oder? Geschmolzene Niederungen. Kann ich da runter? Erwischt. Ich dachte, ich hätte einen Rabe gehört. Nein, aber ich dachte... Tja, das ist dein Problem. Die Prüfungen sind hinter der Klippe. Das wäre doch was für dich und Flut. Das kümmern wir uns um die hier. Schau mal! Na los, Thor, probier's einfach mal. Was hast du zu verlieren? Zeit. Ja, genau. Versucht es nur! Schon müde? Nicht im Geringsten! Oh, da kommt was Gutes. Ein Oger! Hast du Angst? Nicht im Geringsten! Gauber! Na, na. Jetzt nimm doch nicht meine Opfer hier weg. Da bin ich fertig. Dann kümmere dich bitte um den Oger. Noch ein Oger? Na gut. Ich habe vielleicht ein bisschen Angst. Galva, wie wär's mit etwas Hilfe? Da wir wenig Zeit haben, will ich mal so nett sein. Au, au. Hey, netter Trick. Danke.